Der 20. Dritte 2021. Ich habe jetzt doch herausgefunden, wie ich euch etwas einblende. Und zwar diesen Sessel da auf Amazon. Den möchte ich mir am 26. kaufen, weil ich da mein nächstes Geld bekomme. Der ist momentan um 4 Euro vergünstigt. Und meine Kameraqualität hat sich auch verbessert, weil ich jetzt die externe Kamera angeschlossen habe und die ein besseres Bild hat. Und heute hat Daniel Film mit mir wegen dem Streamen gemacht und war ab Mittag da, hat bei uns gegessen. Wir waren ein paar Mal draußen, aber es hat immer wieder geschneit. Kurz war es auch ganz schön, aber dann wird es wieder eisig kalt. Und ich wollte euch, wie gesagt, diesen Sessel zeigen. Mir gefällt der echt gut. Ich weiß nicht, wie man drauf sitzt, aber ich möchte mir den kaufen. Und deswegen habe ich die Seite eingeblendet. Und vielleicht kann ich euch heute mehr zeigen. Sonst gibt es nicht recht viel Neues. Daniel war bis 5 Uhr da. Also bis 17 Uhr. Und jetzt haben wir noch Abend gegessen. Es ist 18:35 Uhr. Und ich liege im Bett. Die Kameraqualität mit der anderen Kamera ist deutlich besser. Aber man sieht natürlich hier auch meine Pickel mehr. Und aber ich bin zufrieden damit, dass das jetzt auch in Streamlabs funktioniert. Und vielleicht mache ich das in Zukunft öfter, dass ich die andere Kamera anschließe und damit meine Streams aufnehme. Das Bild ist zwar ziemlich klein, weil ich euch den Sessel in größer zeigen wollte, aber ich hoffe, ihr kennt genug. Gestern habe ich kurz gestreamt, 20 Minuten. Heute schaffe ich hoffentlich mehr. Aber mein Laptop ist schon an der Leistungsgrenze und der Lüfter läuft ganz schön laut. Das ist mal nicht meine Atmung. Außerdem habe ich die Lautstärke zurückgedreht, damit ihr meine Atmung nicht mehr so hört. Und hoffe, das geht so. Wenn ihr mich gut versteht und gut seht, schreibt es mir in die Kommentare. So. Da noch keiner online ist, werde ich jetzt erstmal mein Kindermaxi-King essen und dabei etwas erzählen. Aber nicht mit vollem Mund sprechen. Drei Leute sind schon online. Wer nicht, wenn ihr mir Fragen stellt. Aber ich packe jetzt mal meine Kindermaxi. Ich brauche am Abend immer noch was Süßes, damit mein Zucker nicht in die Kehle rauscht. Ich weiß, ich bin dick, aber ich kann nichts dafür. Und das Süße esse ich nur damit ich nicht unterzuckere. Na.
Brustmahlzeit. Ich rutsche immer so nach links. Ja, von euch gesehen nach rechts. So, fertig mit Essen. Ja, was war bitte noch? Ich kann euch noch ein paar Bilder zeigen. Aus meiner Wunschliste. Diesen Sessel möchte ich mir kaufen. Dann habe ich.
Als nächstes habe ich diese Kamera an. Was ich ja, wie ihr wisst, gleichzeitig YouTube mache und auch in meinem Privatleben einiges festhalten will. Und deswegen möchte ich mir eine neue Kamera kaufen. Das ist die ZV-1 von Sony. Eine offizielle Blogging- und YouTube-Kamera in 4K-Format. Weil ich habe einen Fotoapparat und eine Kamera. Die Kamera ist nicht so schlecht. Davon habt ihr auch schon Videos gesehen, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal schaut. Aber die Fotokamera ist mittlerweile alt. Macht nicht mehr die besten Bilder. Und deswegen möchte ich auf diese Kamera umsteigen, weil die gut zum Fotografieren und zum Videos machen ist. Aber sie ist auch relativ teuer. Sie ist immer so zwischen 5 und 600 Euro im Angebot bei Amazon als Währungsartikel. Aber manchmal ist sie auch auf 700 Euro. Und ich möchte in Blogging oder Vlogging Kräfte zu mir bestellen. Und er kostet nochmal 140 Euro. Und da werde ich zuschlagen, wenn ein gutes Angebot da ist. Weil meine Kamera ist von, da habe ich schon zwei Akkus, die da, glaube ich, auch reingehen. Und ja, die möchte ich mir kaufen. Aber erst in ein paar Monaten. Erst brauche ich einen neuen Laptop. Vielleicht auch erst nächstes Jahr. Ich weiß noch nicht. Was kann ich euch noch zeigen? Diese Uhr von Daniel Reddington, Wellington, möchte ich mir zum 30er von meinen Eltern wünschen oder von meinem Bruder. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden.
Aber die gefällt mir echt gut. Und ich glaube, das wäre ein hochwertiges Geschenk zum 30. Geburtstag. Moment, ich blende das anders ein. So. Die sieht echt schön aus und ist echt hochwertig. Mit Rose Gold und Silber. Ich sammle ja Rose Gold Schmuck. Hatte auch letztes Jahr von Pürle, also letztes Weihnachten von Pürle, einen Rose Gold Schmuck auf meinem Kalender. Und diese Uhr werde ich mir zum Geburtstag wünschen. Von irgendwen von meiner Familie. Oder eine Zuzahlung zum Laptop. Eben den Garnier, wahre Schätze, Hafer, Reismilch, festes Shampoo verwende ich auch, das Nivea Reismilch, festes Shampoo, das riecht total gut. Und ich bin jetzt auf festes Shampoo umgestiegen, weil ich mich immer beschwert habe, dass die Volkshilfe zu viel Shampoo nimmt und damit kann sie gar nicht zu viel Shampoo nehmen, weil sie gar nicht so viel runter bekommt. Das muss nass gemacht werden und in die Haare gerieben werden, bis es schäumt. Und mit dem festen Shampoo funktioniert es gut. Ich habe heute Haare gewaschen und sie sind richtig schön sauber und weich. Sie sind zum Durchkämmen etwas schwierig, weil sie leicht verknoten. Aber sie sind sauberer und halten bis zu 3 Tage. Und heute war das Duschen auch erfolgreich. Hallo Dori und Dora Mainpoke. Donnervogel.
Entschuldigung, ich habe das nicht gesehen. Mir geht's gut, danke. Und dir? Multiple Sklerose. Merkt man mir das so an? Ich sitze im Rollstuhl wegen Multiple Sklerose. Jetzt liege ich im Bett. Ich sehe heute total was. Danke, du brauchst mir kein Beileid zu schenken. Ich kann damit umgehen. Aber dir auch viel Glück. Ist nicht gemeint. Vogel ist offline gegangen. Daniel ist online. Hallo Daniel. Das war klar, jetzt ist wieder seid ihr umgesprungen. Was kann ich euch noch zeigen?
drei Zuseher noch. Das kann ich euch noch zeigen. So, jetzt sind schon 28 Minuten. Recht viel länger werde ich nicht machen. Auch wenn ich jetzt mehr herzeigen kann. Daniel, du könntest dir mal eine Strategie überlegen, wie wir auf Instagram Werbung für mein Buch machen. Also für das Neue. Wenn du magst. Das hätten wir heute auch machen können. Hört man die Lüfter extrem? Das klingt wahrscheinlich wie ein Flugzeug, das ab. Können wir auch. Das passt mir gut. Daniel will am Montag drüber reden. Okay, viel Spaß, vielleicht schaue ich vorbei. Ich werde meinen Stream jetzt dann gleich beenden. Tschüss. Also was könnte ich euch noch zeigen? Nicht runterrutschen.
guck noch mal in die Liste. Das wäre eine Thomas Hilfiger, die mir auch sehr gefällt. Deshalb mit Steinchen und so. Etwas weiblicher. Die Daniel Wedding nur ist unisex und die Thomas Hilfiger ist Frauen. Obwohl die Daniel Wedding auch eher für Frauen ist als unisex. Nur ich habe ich momentan einen Rotzig. Ich habe auch hier meine momentane Apple Watch. Dunkelblau. Weißen Band und die trage ich täglich. So, liebe Leute, ich mache jetzt Schluss. Ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Ines. Ciao. Bis zum nächsten Mal.